Sie wissen ja, das Finanzamt interessiert sich für so einiges. Wie viel Sie verdienen, wofür Sie Ihr Geld ausgeben, was Sie auf dem Konto haben. Und genau deswegen sind Mietverträge ein wahrer Datenschatz für das Finanzamt. Da sehen die Beamten ganz genau, was die Vermieter verdienen, wer die Mieter sind, wo die wohnen, wie viel die bezahlen. Und deswegen möchte das Finanzamt gerne alle Mietverträge kontrollieren. Dazu läuft ja aktuell ein großer Musterprozess beim Bundesfinanzhof in München, über den ich hier auf dem Kanal berichtet habe. Und in diesem Musterprozess, da haben wir jetzt den Gerichtstermin reinbekommen. Ich verrate Ihnen heute, worum es in dem Showdown vor Gericht geht und was das Ganze mit der Grundsteuer der Neuen zu tun hat und mit dem europaweiten Vermögensregister. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin bei den pepperpapers.de, dem Onlineshop für Rechtsdokumente und in der Steuerrechtskanzlei TaxPro. Ich habe es Ihnen ja versprochen, dass ich Sie auf dem Laufenden halte über den großen Musterprozess, weil das Finanzamt nämlich wirklich alle Mietverträge kontrollieren will. Worum geht es in dem Musterprozess genau, wo wir jetzt den Showdown vor Gericht haben? Da ist eine Frau, die hat das Finanzamt verklagt. Die hat Wohnungen vermietet, genau genommen 8 Stück. Und diese Wohnungen, was sie da eingenommen hat an Miete, das hat sie dem Finanzamt in der Steuererklärung auch alles ganz korrekt angegeben, auch mit Kontoauszügen, sodass das Finanzamt ganz genau gucken konnte, stimmt das, was sie da an Einnahmen angibt. Aber das Finanzamt war damit nicht zufrieden. Das Finanzamt hat gesagt, wir wollen alle Mietverträge komplett sehen. Wir wollen vor allen Dingen nachkontrollieren, wie viel Fläche ist denn da vermietet. Was bezahlen die Mieter genau? Wer ist das? Und wird da zum Beispiel zu billig vermietet? Sie wissen ja vielleicht, zu billig vermieten in Deutschland ist bei der Steuer in der Tat ein Problem. Wenn Sie nämlich weniger als 66% von der Miete nehmen, die ortsüblich ist bei anderen Objekten, dann geht das Finanzamt davon aus, dass Sie gar keine Gewinne mit der Vermietung machen wollen. Aber das kann das Finanzamt ja nur kontrollieren. Nicht anhand der Kontoauszüge, sondern nur anhand der Mietverträge. Deswegen hat es gesagt, wir wollen die alle haben, um die kontrollieren zu können. Die Frau hat gesagt, nö, das mache ich nicht. Das geht nicht, denn da stehen die Rechte der Mieter entgegen. Die Mieter haben ja ein Grundrecht auf Datenschutz, auf informationelle Selbstbestimmung, so nennen wir Juristen das. Das bedeutet, die Mieter können selbst entscheiden, was mit ihren Daten passiert, wer die sehen darf. Die Mieter haben auch ein Recht auf Privatsphäre, gerade was den Umgang mit ihren Daten angeht. Und so hat unsere Frau in dem Prozess argumentiert, ich rücke die Mietverträge nicht raus, solange meine Mieter nicht damit einverstanden sind. Und das wahnsinnig. So ist die Sache dann vor Gericht gelandet. Ich verrate Ihnen auch wie. Denn das Finanzamt hat gesagt, wir bestehen drauf. Also machen wir jetzt einen Steuerbescheid. Die Frau hat gesagt, das sehe ich nicht ein. Dagegen mache ich einen Einspruch. Sie wissen, dass der Einspruch kein Hexenwerk ist. Machen Sie ihn mit den pepperpapers.de. Da finden Sie bei uns im Shop Einsprüche zu so ziemlich allem bei der Steuer. Und genau das hat die Frau gemacht. Das Finanzamt hat dann gesagt, den Einspruch sehen wir nicht ein. Und genau so ist die Sache dann beim Gericht gelandet. Genau genommen beim Finanzgericht in Nürnberg. Und die Richter, die haben gesagt, in der ersten Instanz, wir geben dem Finanzamt recht. Ja, es gibt ein Datenschutzrecht der Mieter, aber das muss zurückstehen hinter dem Kontrollrecht vom Finanzamt. Die Richter in Nürnberg waren sich ihrer Sache aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Und deswegen haben sie im Urteil gesagt, wir lassen jetzt mal lieber die Revision zu. Die Frau kann also in die nächsthöhere Instanz gehen, zum Bundesfinanzhof nach München. Und genau diese Chance hat die Frau genutzt. Sie hat die Revision gemacht. Und jetzt ist die Sache in München bei unserem höchsten deutschen Steuergericht. Der Bundesfinanzhof, der hat dann gesagt, okay, wir schauen uns die Sache mal ganz genau an. So richtig genau. Und wir verhandeln das im Gerichtssaal. Da kommt es jetzt zum Showdown mit einem großen Gerichtstermin. Und in diesem Gerichtstermin, da geht es nochmal richtig zur Sache. Wissen Sie noch, bei meinem Video zum Musterprozess in der ersten Instanz, da ging es ja auch im Gerichtssaal richtig los. Da hat ja der Anwalt von unserer Frau, von der Klägerin argumentiert, hier geht es ja wohl vordergründig nur darum, dass das Finanzamt die Mietverträge kontrollieren will, wegen dieser 66%, zu billig vermieten. Aber in Wahrheit könnte es ja wohl doch um den Aufbau einer neuen Datenbank in Deutschland gehen, einer Datenbank, in der alle Vermieter drinstehen und alle Mieter.
wo das Finanzamt dann bundesweit sehen kann, auf Knopfdruck gewissermaßen, wer wie viel Miete verdient, wer wie viel Miete bezahlt. Und dann kann das Finanzamt auch ganz locker kontrollieren, wer zu billig vermietet. In Anführungsstrichen, zu billig für die Steuer aber. Und für die Grundsteuer, die neue, ist das ja auch interessant. Denn die neue Grundsteuer, wissen Sie ja aus meinen vielen Videos zur Grundsteuer, die ist nach oben komplett offen. Bis wir dann nächstes Jahr genau wissen, wie teuer sie wird. Außer den Ausreißern dieses Jahr mit den 17.000 Euro. Aber für die Grundsteuer kann das schon auch interessant sein. Ebenso eine Datenbank. Auch das wird im Gerichtstermin zur Sprache kommen. Und das ist nicht alles. Auch das neue Mega-Finanzamt, was wir in Deutschland ja bekommen, was seine Arbeit schon vorbereitet und nächstes Jahr am Start ist. Auch dieses Mega-Finanzamt interessiert sich für solch eine Datenbank, denn dann hat es sofort alle Daten von den Menschen zur Hand, wenn es zum Beispiel ermitteln will, wenn es vollstrecken will. Und das europaweite Vermögensregister. Auch dafür ist es ja besonders interessant zu sehen, wer eigentlich eine Immobilie hat, wer sie vermietet, an wen und vor allen Dingen für wie viel. Denn dieses Vermögensregister, schauen Sie mein Video an, wenn Sie das noch nicht kennen, das hat ja zum Ziel, dass jede Behörde in Deutschland und in Europa auf Knopfdruck genau weiß, wer wie viel hat. Also all diese Punkte, die kommen jetzt in dem großen Showdown vor dem Bundesfinanzhof im Gerichtstermin zur Sprache und werden ausdiskutiert. Jetzt werden Sie wissen wollen, Frau Lederer, wann ist denn der Gerichtstermin? Spannen Sie uns nicht auf die Folter. Tue ich nicht. Der Gerichtstermin ist schon ganz bald. Am 13. August ist der. Das ist ein Dienstag um 11 Uhr in München in der Ismaninger Straße. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie wird denn der Bundesfinanzhof das entscheiden? Das höchste deutsche Steuergericht. Was sagen Sie als Steueranwältin dazu, Frau Lederer? Ich verrate Ihnen, der Bundesfinanzhof kann das in zwei Richtungen entscheiden. Die eine ist, er kann es durchentscheiden und sagen, wir machen direkt ein Urteil zugunsten der Frau oder zugunsten vom Finanzamt. Kommen wir gleich zu. Die andere Möglichkeit ist, er sagt, wir verweisen das zurück an die letzte Instanz, weil wir Verfahrensfehler haben. Kommt ja immer wieder vor in den Prozessen bei den Finanzgerichten, dass ja die erste Instanz, wenn sie das Finanzamt verklagen, dass es Verfahrensfehler gibt. Zum Beispiel, das rechtliche Gehör wird verletzt. Keine vollständige Akteneinsicht, die Beweisaufnahme. Stimmt nicht, die Zeugen werden nicht richtig vernommen oder gar nicht vernommen, haben wir auch immer wieder. Also Verfahrensfehler in der ersten Instanz ist die andere Variante, die der Bundesfinanzhof entscheiden kann. Im Endeffekt ist es eine Abwägungsentscheidung, die die Richter beim höchsten deutschen Steuergericht jetzt machen müssen. Abwägung insofern, ja, auf der einen Seite, das Finanzamt muss die Mietverträge im Prinzip kontrollieren können. Das ist ja der Besteuerungsanspruch des Staates, den die Behörde da durchsetzen soll. So jedenfalls sagt der Steuergesetzgeber. Aber auf der anderen Seite haben sie die Rechte der Mieter. Und diese Rechte sind unbestreitbar. Das sind Grundrechte. Also die stärksten Rechte, die wir in Deutschland haben. Nochmal das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Dass sie selber bestimmen können, was mit ihren Daten in den Mietverträgen passiert. Das Recht auf Datenschutz. Das Recht auf Privatsphäre. Auch gerade was die Daten angeht. Dieses Recht können Sie nicht einfach wegwischen und sagen, Finanzamt darf alles kontrollieren und Datenschutzrechte, Grundrechte der Mieter müssen hinten anstehen oder fallen gleich ganz den Tisch runter. Und noch eins, der Bundesfinanzhof hängt das Datenschutzgrundrecht extrem hoch, wie wir gerade in den letzten Entscheidungen in aktueller Zeit sehen beim Bundesfinanzhof. Bestes Beispiel ist die Grundsteuer. Wissen Sie noch das Hammerurteil? Bei der neuen Grundsteuer hat der Bundesfinanzhof klar gesagt, alle über einen Kamm scheren ist nicht erlaubt im Steuerrecht. Die Menschen, denen ein Haus, eine Wohnung gehört, müssen das Recht haben, nachzuweisen, dass ihre Immobilie weniger wert ist, als wie das Finanzamt sagt. Auch da ging es um die Grundrechte, die der Bundesfinanzhof gestärkt hat. Dann haben wir das Urteil mit der Schufa. Ja, der Europäische Gerichtshof hat letztes Jahr in Sachen Schufa das Scoring verboten. Und der Bundesfinanzhof hat sich angeschlossen, hat gesagt, dieses Schufa-Urteil gilt genauso in Sachen Finanzamt und Datenschutzgrundrecht. Auch da schauen Sie mein Video dazu an, wenn Sie es noch nicht kennen. Und auch wenn das Finanzamt zum Beispiel alle E-Mails haben will, erleben wir ja immer wieder bei der Kontrolle von der Steuererklärung oder bei der Kontrolle in der Firma, auch da hängt der Bundesfinanzhof das Thema Datenschutz extrem hoch.
Also wir dürfen gespannt sein auf den Showdown am 13. August. Ich halte natürlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden, wie der Gerichtstermin ausgeht und das Urteil im Musterprozess in der höchsten Instanz. Ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute und wir sehen uns hier auf dem Kanal schon ganz bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.